gibt kein Land auf der Welt, wo es ein Verbrechen ist, sein Wort zu halten, gütig, wohltätig und großmütig zu sein, wo der ehrliche Mann verachtet und der Treulose geehrt wird. Mit diesen Worten von Jean-Jacques Rousseau begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments im Medium Unterwegs zum Denken. Einer Sendung, in der wir heute versuchen, uns einer philosophischen Richtung anzunähern. Einer Richtung, welche den zuvor zitierten Gedanken von Rousseau, nach welchen alle Menschen wie durch ein unsichtbares moralisches Band miteinander in Verbindung stehen, kritisch hinterfragt. Sie würde bezweifeln, dass es so etwas gibt wie ein universelles moralisches Gesetz, das uns Menschen außerhalb jedes Kontextes und in jeder Situation in die richtige Richtung zeigt. Sie würde eher darauf hinweisen, dass uns so ein Denken hindern wird, in neuen Situationen und in neuen Kontexten uns in ein richtiges Verhältnis zu setzen. Denn gerade der Glaube an so etwas wie ein universelles moralisches Band, was uns alle Menschen miteinander verbindet, wird uns auf dem Weg zu jener Haltung stolpern lassen, die in unserer Welt so dringend notwendig erscheint, die Haltung der Toleranz. Die philosophische Richtung, die sich mit diesen Fragen ernsthaft auseinandersetzt und gerade deshalb paradoxerweise nicht ernst genommen wird, ist das Thema unserer heutigen Sendung, der philosophische Relativismus. Wie wir den Relativismus ernst nehmen können, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, darüber möchte ich heute mit einem Gast in einen Dialog treten, der in seinem Denken versucht, wie er an einer Stelle schreibt, das Gespenst des Relativismus, gegen das sich alle Mächte des alten Europa zu einer heiligen Hetzjagd verbündet haben, bestimmt in die Augen zu blicken und uns vielleicht darauf hinweisen kann, in welche Beziehung wir uns setzen können, um diese Angst sinnvoll zu relativieren. Andreas Urs Sommer. Herr Valentin, grüßen Sie. Wir stehen hier an der Säule der Toleranz in den relativistischen Positionen. Wenn man die betrachtet, dann wird ja immer wieder erwähnt, dass von den Relativisten selber jetzt, wenn man sie so nennen kann, dass sie die tolerantere Position sind. Macht das auch vielleicht die Anziehungskraft bei Ihnen aus oder warum beschäftigen Sie sich mit dem Relativismus? Vielleicht beschäftige ich mich deswegen mit dem Relativismus, weil er so übel beleumundet ist. Offenbar scheint der Relativismus sich als ideales Feindbild zu eignen. Wenn Sie sich Äußerungen des letzten Papstes anschauen, wo der Relativismus im Grund und Boden verdampft, wenn Sie sich Äußerungen von Jürgen Habermas, dem König der deutschen Philosophen, anschauen, dann verdammt er ebenfalls den Relativismus. Und wenn sich so viele und so unterschiedliche Kräfte gegen den Relativismus stellen, dann ist mein Verdacht doch der, dass am Relativismus was dran sein muss. Also sozusagen jemand, eine Sache, die so viele Feinde hat wie der Relativismus, scheint Anziehungskraft zu haben. Natürlich kann man immer fragen, ob denn überhaupt hier ein Ismus vorliegt. Vielleicht haben wir Gelegenheit, darüber zu reden. Toleranz ist sicher ein Aspekt, wie weit Toleranz mit Relativismus sich verschwistern lässt. Das sollte man nicht nur hier an der Säule der Toleranz fragen. Ja, Sie, interessanter Zug in Ihrem Denken ist der, Sie sind ja in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit ist ja von Friedrich Nietzsche geprägt und beschäftigen sich sehr viel mit Friedrich Nietzsche. Wie ist das eigentlich? Also wenn man könnte ja fragen, Nietzsche vertritt ja in gewisser Weise eine atheistische Position, wird dieser zugeschrieben. Und andererseits jetzt Sie haben jetzt davon gesprochen, der Relativismus wird von allen beiseite geschoben, wird als Feind gesehen und bekämpft. Mir fällt auf, dass in Ihrem Denken in gewisser Weise immer so ein Zug da ist, diesen Schwachen und Gekränkten zu helfen. Könnte man sagen, dass das, abgesehen jetzt von dieser atheistischen Position Nietzsche, mit der Sie sich beschäftigen, hier auch ein christlicher Zug in Ihrem Denken vorhanden ist? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, ob das sozusagen eine christliche Auswegmöglichkeit wäre aus der, wenn Sie so wollen, sehr harten Philosophie Nietzsches, die sich jede Solidarität mit den Armen und Schwachen aus Prinzip verbietet, weil sie eben eine Philosophie ist, die auf die Starken und die Mächtigen setzt. So sehr Nietzsche selber auch von, sagen wir mal, Mitleidsregungen als Person jetzt nicht frei gewesen ist. Ich würde aber trotzdem sagen, dass mein Interesse an relativistischen Fragen zwar viel mit Nietzsche unter anderem zu tun hat, weil er in gewisser Weise ein Virtuose der Relativierung war, der Relativierung all der Dinge, die wir in der abendländischen Geschichte für absolut gehalten haben, einerseits. Andererseits würde ich sozusagen persönlich-moralische Motivationen, wenn Sie so wollen, nicht so sehr mit dem Relativismus in Verbindung
Entscheidung bringen. Also wenn ich sozusagen die eine oder andere Option habe, die nicht Nietzsches Philosophie der Stärke entspricht, dann heißt das nicht, dass das mit dem Relativismus so furchtbar viel zu tun haben muss. Der Relativismus ist sozusagen eine Reflexionsform und ich würde mich eigentlich auch ungern mit einem Ismus identifizieren wollen, aber wie gesagt, da so angefeindet scheint der Relativismus doch einer gewissen näheren Betrachtung und eben vielleicht einer Verteidigung würdig zu sein. Oder zumindest das Denken in Relation, das Denken in Beziehung. Ja, und was dieses Denken in Relation, in Beziehung eigentlich ausmacht, darüber möchte ich heute mit Ihnen in einen Dialog treten und ich schlage vor, wir gehen einfach mal durch Freiburg in ein Café und schauen uns das einmal genau an. Das ist eine gute Idee, machen wir das. Ja, Herr Sommer, wir haben jetzt begonnen, über das Thema Relativismus zu sprechen. Was sind so die Formen des Relativismus? Was kann man sich darunter vorstellen? Also diese landläufige Einsicht, Relativismus bedeutet so viel, wie dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Und das läuft sozusagen in die Irre. Wir brauchen so etwas, was uns gemeinsam zusammenhält. Ist das eine Form des Relativismus oder was ist der Relativismus? Natürlich eine sehr schwierige Frage. Die relativistischen Positionen gibt es in ganz unterschiedlichen Feldern. Man könnte Relativismus allgemein definieren als jene Auffassung, die sagt, alles was ist, ist in Beziehung. Aber gewöhnlich werden relativistische Positionen solche Positionen genannt, die bestimmte für absolut gehaltene Auffassungen problematisieren. Also man könnte zum Beispiel im Bereich der Wahrheit von einem Wahrheitsrelativismus reden, dann, wenn der Betreffende leugnet, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Oder man könnte von ethischem Relativismus sprechen, da, wo jemand sagt, die ethischen Grundüberzeugungen oder die Werte oder die Moral haben nichts Absolutes zu bieten, sondern da ist alles relativ. Man könnte im Bereich der Sprache von Relativismus reden. Das wäre dann eine Auffassung, die sagt, die Sprache ist etwas, was letztlich nicht übersetzbar ist in andere Sprachen. Und wir sehen auch schon, wenn ich das so formuliere, dass es mit diesen relativistischen Etiketts ein bisschen schwierig ist, denn würde eine solche Auffassung nicht gerade vom Absolutheitscharakter der Sprachen ausgehen, nämlich sagen, die eine Sprache ist absolut und die andere ist auch absolut, deswegen sind Übersetzungen nicht möglich. Man spricht sehr gern von Kulturrelativismus, das heißt dann, dass Werte zum Beispiel relativ sind zu den Kulturen, in denen sie gelten. Auch in diesem Falle kann man fragen, ob das philosophisch eine so besonders interessante Position ist, obwohl alle möglichen Leute versuchen, diesen Kulturrelativismus in Schranken zu weisen. Man könnte es deswegen fragen, weil man natürlich etwas anders perspektiviert, auch diesen Kulturrelativismus für einen Absolutismus halten darf, nämlich eine Position, die die Kultur absolut setzt, die sagt, die Kultur ist sozusagen das letzte, der letzte Bezugsrahmen menschlichen Daseins. Es gibt unterschiedliche Kulturen, die jeweils letzte Bezugsrahmen menschlichen Daseins sind und relativ zu diesen Kulturen, diesen absoluten Kulturen stehen die Werte. Also auch der Kulturrelativismus scheint näher besehen gar kein Relativismus in einem strengen Sinn zu sein. Er setzt einfach etwas anderes absolut als die Werte. Aber wir haben sozusagen auf dieser einen Seite eine absolutistische Vorstellung, dass es so etwas wie eine Idee, einen Wert gibt, der uns als Orientierung dient, der da ist, der existiert und der für alle Menschen sozusagen gilt. Und auf der anderen Seite eine relativistische Vorstellung, dass diese Werte abhängen von dem Kontext oder der Perspektive, auch ein berühmter Begriff, wie wir sozusagen diesen Wert erachten. Jetzt ist die Frage für mich, ein relativistischer Autor, man rechnet ihn zu Relativismus, ist der Richard Rorty, und der hat an einer Stelle eben geschrieben, mit anderen Worten, es kommt darauf an, dass man mit anderen Menschen über das, was einem wahr scheint, sprechen kann. Es spielt keine Rolle, was tatsächlich wahr ist. Und ja, wie können wir das verstehen? Diese Position, die wahrheitsrelativistisch klingt, nimmt
Vorstellungen auf, die im amerikanischen Pragmatismus, von dem Richard Rorty herkommt, weit verbreitet sind, nämlich Vorstellungen, die Wahrheit nicht mit einer Übereinstimmung mit der Wirklichkeit in erster Linie identifizieren, sondern Wahrheit als etwas bestimmen, was zu glauben für uns nützlich ist. Da schließen sich viele Fragen an, was bedeutet in dieser Definition Nutzen, was bedeutet Glauben oder für Wahrhalten. Bei Richard Rorty ist es tatsächlich so, dass er davon ausgeht, dass eine konsensuelle, eine dialogische Findung dessen, was für uns akzeptabel ist, das einzig angemessen ist, dass wir nicht mit Wahrheitsansprüchen den Gegner so überfahren sollten, dass er ein Gegner bleibt, sondern man sollte vielmehr versuchen, in einen Dialog zu kommen, der zunächst einmal eigene Wahrheitsansprüche zurückstellt, überhaupt die Frage nach der Wahrheit ausklammert und danach fragt, was denn eigentlich im menschlichen Zusammenleben für den anderen akzeptabel ist und natürlich auch für einen selbst akzeptabel ist. Also es ist der Versuch einer philosophisch-politischen Kompromissfindung jenseits von überspannten Ansprüchen, Wahrheiten selber zu vertreten oder Wahrheiten zu suchen. Es geht von der Vorstellung aus, dass eben die Inanspruchnahme von Wahrheit häufig zu Konflikten führt, die eigentlich nicht nötig sind. Wenn Sie Wahrheitsansprüche stellen, dann stoßen Sie den anderen viel häufiger vor den Kopf, als dass Sie ihm wirklich etwas bieten können, was für ihn hilfreich ist. Aber das Interessante am Relativismus ist jetzt die Frage, wo liegt das Problem? Es klingt alles sehr schön, wir treten in einen Dialog miteinander. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass die Menschen nicht so sehr dem Dialog vertrauen, als vielmehr so eine Art gemeinsamen Instanz, an die sie sich alle richten können und in einem Konfliktfall zeigen, na schau, wir müssen uns nach oben richten oder nach unten auf unsere Gesetze und dann handeln wir richtig. Sie haben vorhin schon das wichtige Stichwort des Kontextes und das andere wichtige Stichwort der Perspektive eingebracht. In der Tat ist der Relativismus eine Auffassung, die als hochgradiges Kontextbewusstsein, also das Kontextbewusstsein von uns allen, all unserer Handlungen, all unserer Sichtweisen betont, dass eben die Perspektive, aus der wir etwas betrachten, von entscheidender Bedeutung ist. Nun ist es in der Tat so, dass dieses Kontextbewusstsein hochgradig anstrengend ist. Wenn Sie sozusagen ständig sich fragen müssen, was denn im entsprechenden Kontext das Angemessene ist, sind Sie in einer ständigen Herausforderung, die Sie nicht, mit der Sie nicht konfrontiert wären, wenn Sie aber sagen könnten, gut, hier, ich habe einen Katalog, das sind die Werte, die feststehen, die sind absolut, wir brauchen da bloß sozusagen die anwenden auf die konkreten Fälle. Und wenn das so wäre, dann scheint das Leben leichter zu sein. Also mit anderen Worten, der Absolutismus, der gegen den Relativismus steht, und eigentlich ist der Absolutismus das Gegenstück zum Relativismus, also die Vorstellung, dass es etwas Absolutes gibt, in welchem Bereich auch immer, zum Beispiel im Bereich der Ethik, eine vielversprechende Position deswegen, weil es eine Position zu sein scheint, die zur Beruhigung beiträgt. Sie können also, wenn Sie absolutistisch argumentieren, sagen, okay, es ist irgendwann mal Schluss mit der Diskussion, wir haben die Absolutheiten, auf die wir uns zurückziehen können und dann sind wir aus dem Schneider. Also der Absolutismus scheint eine Art von Erleichterung, eine Art von Trost zu bieten. Nur meine ich, dass wir uns als Philosophietreibende es mit dem Trost und mit der Erleichterung nicht so leicht machen sollten. Im Gegenteil, versuchen die Dinge in der Schwebe zu halten. Das, glaube ich, ist wesentlich für die philosophische Reflexion. Und das weist ja auch schon in die Richtung, wie Sie sich positionieren oder nicht positionieren, ist auch ein gefährlicher Begriff, wie Sie, aus welcher Perspektive Sie den Relativismus denken. Und, welche ist das eigentlich? Aus welcher Perspektive denken Sie im Relativismus? Die Frage ist, ob man als jemand, der relativistische Neigungen hat, überhaupt eine Position haben kann. Vielleicht ist meine Art, Relativismus zu denken, gerade die Positionen aufzuheben. Menschliche Wesen sind Wesen, die nicht wie Bäume oder wie Steine an einem Ort bleiben, sondern ständig ihren Standort, ihre Position wechseln. Es gehört sozusagen zum Menschlichen, seinen Standort zu wechseln. Das heißt, man muss immer wieder neu in Beziehung treten. Und ich würde Relativismus für meinen eigenen Hausgebrauch als die Auffassung bestimmen, die sagt, alles was ist, ist in Beziehung.
Das heißt also, ein universelles Beziehungsdenken. Die Welt ist eine Welt, die sich aus Beziehungen zusammensetzt. Und das wiederum hat die Konsequenz, dass wir eben von Festigkeiten, als definitiven Festigkeiten Abschied nehmen müssen. Dass wir uns nur mit momentanen Stabilisierungen der Wirklichkeit arrangieren können, dass wir nicht definitive Stabilisierungen haben. Und das entspricht eigentlich auch der Existenzform des Menschen oder, wenn Sie wollen, dem Leben überhaupt, dass nämlich Bewegung da ist. Eine absolutistische Position ist eigentlich nur für unbewegte Dinge eine einigermaßen sinnvolle Position. Vielleicht könnten Steine Absolutisten sein. Wie kann man sich das jetzt vorstellen im Leben? Also wir haben, Sie haben gesagt, Steine, wir verändern uns ständig. Jetzt die Attraktivität von solchen absolutistischen Positionen wie Christentum zum Beispiel, wie würde das in Ihrer Vorstellung hineinpassen? Sie haben gesagt, alles was ist, ist in Beziehung. Wäre dann so eine Art das Christentum relativistisch, ohne es zu wissen, dass Sie relativistisch sind? Sie haben natürlich recht, dass das Christentum einerseits diese absolutistischen Ansprüche stellt, also eben den Anspruch stellt, in seiner kirchlich institutionalisierten Form, den Anspruch stellt, etwas Letztes bieten zu können, zum Beispiel die geoffenbarten Wahrheiten. Aber man wird, und da machen Sie, glaube ich, eine sehr richtige Beobachtung, nicht verkennen können, dass gerade das Christentum mit ihm wohl alle mir zumindest bekannten Formen von Religion, von Beziehung leben. Und das Christentum oder die vorderasiatischen Offenbarungsreligionen, Judentum, Christentum und Islam, leben von Beziehung. Sie reden eigentlich von nichts anderem als von Beziehung. Sie reden zum Beispiel zentral von der Beziehung des Menschen zu Gott oder Gottes zum Menschen. Das, was Offenbarung ist, ist offenbar ein Beziehungsgeschehen. Gott tritt in Beziehung zu Menschen und gibt den Menschen was, will unter Umständen etwas zurückhaben. Aber in der Tat ist es so, dass wir, wenn man genau hinguckt, Schwierigkeiten haben, das Absolute im Christentum zu finden. Selbst die Definition Gottes, der bekanntermaßen mit den theologischen Begriffen als ein Absolutum verstanden wird. Selbst die Definition Gottes macht eigentlich nur dann Sinn, wenn wir das Absolute relativieren. Das heißt, wenn wir es ins Verhältnis setzen zu uns. Sonst erkennen wir es gar nicht. Sonst erkennen wir es nicht oder ist es für uns irrelevant. Wenn Sie ein absolutes Denken, Sie können sich das unter Umständen denken, die Epikureer haben es beispielsweise versucht, indem sie die Götter völlig jenseits des Menschlichen angesiedelt haben, so, das können Sie denken, aber es ist für das Menschliche vollkommen irrelevant, weil eben keine Beziehung da ist. Für die Offenbarungsreligion und auch für andere Religionen ist nur relevant, dass dieses Göttliche zum Menschlichen in Beziehung steht, in der einen oder anderen Weise, zur Welt in einer Beziehung steht. Und auch wenn Sie an die Grunddogmen des Christentums denken, die sich dann in Ethik übersetzen, etwa die jesuanische Losung, den Nächsten zu lieben, so allein heißt es nicht, sondern den Nächsten wie dich selbst zu lieben, ist das Gebot. Das bedeutet also, es ist ein Gebot, das Relationen herstellt, nämlich die Relation zum anderen herstellt, der sozusagen das Objekt meines Handelns ist, aber auch eine Relation zu mir selber und zu meinem Selbstverhältnis herstellt. Also ein hochgradig komplexes Beziehungsdenken, das hier vorliegt. Und man könnte das durchaus als eine relativistische Auffassung ansehen, auch wenn, wie ich schon sagte, das Christentum gewöhnlich sich nicht als relativistisch versteht, weil es eben auf der Absolutheit bestimmter Werte beruht. Und das ist ja gerade interessant, dass gerade das Christentum jetzt aus Ihrer Perspektive, wie Sie das, den Relativismus sehen, als ein Beziehungsdenken, sich eben als einer der schärfsten Kritiker des Relativismus darstellt. Und Papst Benedikt, und damals war er noch nicht Papst, er war noch Kardinal, das war 2005, hat er in einer Predigt geschrieben und gesagt, relativieren, das heißt, dass sich treiben lassen hierhin und dorthin von jedweden Wind der Lehre als die einzige Haltung auf der Höhe der Zeit. Es bildet sich eine Diktatur des Relativismus heraus, die nichts definitiv anerkennt und die als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Wünsche gelten lässt. Ist das ein Missverständnis von Papst? Es ist kein Missverständnis, sondern es ist eine polemische Zuspitzung, deren Eigeninteresse natürlich vollkommen durchsichtig ist.
klar, dass ein Vertreter, der höchste Vertreter der katholischen Christenheit kein Interesse daran haben kann, dass es in subjektive Belieben gestellt wird, was der Einzelne glaubt oder nicht, weil es die Machtansprüche der Institution katholische Kirche natürlich untergräbt, wenn es dazu kommt. Also wird man mit der Kampflosung Relativismus versuchen, die eigene Position, nämlich absolut sein zu können, zu unterfüttern. Und das geschieht genauso im katholischen Denken, aber nicht indem man wirklich etwas als absolut postuliert, sondern eben eine bestimmte Position als die angibt, die verbindlich sein soll. Dass natürlich der einzelne Katholik sich genauso ins Verhältnis zu dem setzen muss, was von oben gelehrt wird, das ist auch klar. Es bleibt also nicht aus, dass relativiert wird, und gerade wenn man sieht, wie man beispielsweise in Westeuropa damit umgeht, was aus Rom an dogmatischen und ethischen Verlautbarungen kommt, das ist ganz offensichtlich. Offensichtlich, dass in Rom Auffassungen vorherrschen, die der einzelne Katholik nicht eins zu eins umsetzt. Und das Absolute ist dann nur das, was verkündet wird ex cathedra. Aber das ist selbstverständlich natürlich auch etwas historisch und wenn Sie so wollen, kulturell bedingt. Einer der Kernpunkte in der Diskussion mit dem Relativismus ist ja der ethische Relativismus. Und da passieren sozusagen die meisten Sachen und die werden die meisten Diskussionen auch ausgetragen. Ich habe mir jetzt gedacht, wir könnten ein Beispiel verwenden, um das vielleicht zu exemplifizieren. Wenn wir durch die Straße gehen hier in Freiburg, dann begegnen wir Obdachlosen. Und jetzt wäre es für mich interessant, die Frage zu stellen, wie reagiert einer, der an eine objektive Wahrheit glaubt und jemand, also ein Absolutist, ein Universalist in diesem Sinne, und auf der anderen Seite ein Relativist. Der Objektivist, der, oder sagen wir mal ein christlicher Mensch, der den Bettler oder den Obdachlosen begegnet, der würde ihn aus seiner Wahrheitsglauben, du sollst den Nächsten lieben, wie dich selbst sozusagen, diesen Euro geben jedes Mal. Wie würde das der Relativist machen? Eine spannende Fallbeschreibung. Der Relativist würde tatsächlich versuchen, die Kontexte mit einzubeziehen. Der Relativist hat nicht letzte Prinzipien, aus denen er in jedem möglichen Fall immer das Gleiche ableitet, sondern er hat eine Grundorientierung, die ihm zum Beispiel generell dazu rät, zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Ja. Aber er würde nicht jetzt in jedem Falle den Euro, den der Absolutist immer bereit hält, auch wirklich herausrücken, sondern er würde sagen, naja, wir gucken jetzt mal, wie sind denn da die Konsequenzen? Ist es tatsächlich so, dass wir davon ausgehen können, dass dieser Bettler das Geld dann auch für das, was er zum Überleben braucht, nutzt? Es ist doch viel eher so, dass er dann sich einen Schnaps damit kauft, was vielleicht nicht so sinnvoll ist. Mit anderen Worten, der Relativist hat in der konkreten ethischen Situation keine Patentrezepte, die ihm immer vorgeben, was Sache ist, sondern er versucht, es im Zusammenhang zu sehen. Und natürlich ist er da in höchstem Maße fehlbar. Er kann weder in den Bettler hineingucken, noch sieht er, was sonst die kontextuellen Folgen sein. Aber das weiß der Christ auch nicht. Der Christ weiß es auch nicht. Oder der Objektivist sein. Ja gut, in der Tat würde der Absolutist auch die Konsequenzen, die sein Handeln hat, gar nicht in sein Kalkül einbeziehen. Er würde gar kein Kalkül machen, sondern einfach nur starr eine Regel anwenden. Und das Problem ist natürlich, dass die Starrheit der Regel es mit sich bringt, dass er in jedem entsprechenden Fall so reagieren müsste. Er müsste auch selbst dann, wenn der Bettler mit Armani-Anzug und Lackschuhen daherkommt, ebenfalls den Euro geben. Denn warum sollte er ihn in diesem Falle verweigern? Wenn er das täte, würde er ebenso kontextuell agieren. Natürlich stellen sich viele Fragen noch des Weiteren, denn es
setzt ja offensichtlich auch Grenzen, der Objektivist oder der Absolutist in seinem Verhalten. Ist es nicht so, dass er sich völlig selbst verausgabt? Warum eigentlich nicht? Warum gibt er nicht alles, was er hat, dem Gegenüber, der dieser Hilfe bedarf? Warum hält er nur 1 Euro bereit und nicht 1000 Euro, wenn er die 1000 Euro hat? Also auch der scheinbare Objektivist oder Absolutist ist ganz offensichtlich auf Relativierungsprozeduren angewiesen. Er muss sich auch ins Verhältnis setzen, er muss sich schon mal zu der Person ins Verhältnis setzen, deren Ansprüche er begreift. Das ist ein hochkomplexes Beziehungsgeschehen, genau betrachtet, bei dem Bettler. Und Sie können sagen, derjenige, der sich eher relativistisch versteht, der hat ein ausgeprägteres Bewusstsein davon, dass es hier um ein hochkomplexes Beziehungsgeschehen geht. Und er setzt nicht so sehr auf die Absolutheit seiner Werte, sondern auf das Angemessene. Gleich ist überhaupt der Begriff des Angemessenen das, was für eine ethisch-relativistische Position auch charakteristisch ist. Es gibt nicht irgendwie das Gute an sich, sondern etwas, was der Situation auch angemessen ist. Und da würde er, der relativistisch Inspirierte, der dem Bettler begegnet, der mit dem Armani-Anzug und den Lackschuhen daherkommt, eben sagen, na, hier ist es vielleicht nicht angemessen zu spenden, weil er es ja ganz offensichtlich nicht nötig hat. Wen würden Sie persönlich gerne begegnen wollen auf der Straße, wenn Sie Bettler wären? Einen Absolutisten oder einen Relativisten? Einen Christen oder einen Nihilisten? Das ist schwer zu sagen. Also wenn ich der Bettler im Armani-Anzug wäre, dann würde ich auf jeden Fall lieber dem Christen begegnen wollen, weil mein Interesse dann wirklich nur das der Selbstbereicherung ist. Und da sind die Chancen besser, was zu kriegen, weil der Christ ja dann stark seine Regel anwenden muss, egal ob ich den Lumpen daherkomme oder eben eigentlich gut geducht bin, aber noch mehr haben will. Hingegen denke ich, dass der Relativist mich als Person vielleicht ernster nimmt, eher interessiert ist an der Beziehung zu mir. Deswegen würde ich, wenn ich ein sozusagen echter Bettler bin, vielleicht mehr Interesse an der Begegnung mit dem Relativisten haben. Nicht so sehr, weil ich denke, der gibt mir eher was. Im Gegenteil, der Objektivist und der Absolutist tut es vielleicht leichter, weil er die Regel anwählt. Aber ich könnte mir vorstellen, als Bettler, dass der Relativist mich als Person ernster nimmt. Und das will ich ja irgendwie auch. Ich will ja, will ja auch Respekt haben, nicht bloß den Euro in meiner Box, die vor mir steht. Also es hängt ganz davon ab, was ich für ein Bettler bin. Es ist auch hier ganz relativ, ob ich den Absolutisten oder den Relativisten vorziehe. Ja, dann würde ich sagen, dann schauen wir mal auf den Markt und fragen die Leute, was sie vorziehen würden. Eine absolutistische Position oder eine relativistische Position. Das ist eine gute Idee. Tun wir das. Herr Sommer, wir stehen jetzt am Markt in Freiburg. Was glauben Sie? Wir haben bis jetzt über den Relativismus gesprochen, die verschiedenen Formen des Relativismus. Was glauben Sie, sagen die Leute dazu? Braucht man universelle Werte oder können sie sich davon loslösen? Eine schwierige Frage. Ich denke, dass die Leute schon auch ein Bedürfnis nach diesen universellen Werten verspüren. Man wird so eine alte Sehnsucht finden können, würde ich vermuten. Eine alte Sehnsucht nach Werten, die einem sozusagen vor eigener Reflexion sicherstellen. Und ich glaube, dass die Leute mit dieser Sehnsucht auch Schwierigkeiten haben, umzugehen. Weil wenn wir die Werte hätten, die fest sind und auf Fels gegründet, dann müssen wir die Werte doch irgendwie in unserem Leben noch anwenden. Und das ist eine Aufgabe, die einem auch eine absolutistische Position nicht abnehmen kann. Also ich glaube, die Leute tun sich schwer damit, eine relativistische Position als solche zu akzeptieren. Aber da müssen wir hören, was die Leute sagen. Ja, dann würde ich einfach mal auf die Leute zugehen und fragen, ob sie an so etwas wie universelle Werte glauben, abgesehen von jedem Kontext oder nicht. Tun Sie das, Herr Valentin, okay. Tun Sie das. Viel Erfolg. Danke. Glauben Sie, dass es so etwas gibt wie universelle moralische Werte, eine universelle Wahrheit, die für alle Menschen gilt, oder ist das sozusagen vom Kontext abhängig? Also gibt es etwas, was nicht relativ ist in gewissen Fällen? Ich glaube das schon, dass es das gibt. Ja. Also dass es Werte gibt, die für alle Menschen gelten. Mhm.
Aber ich glaube das, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Würden Sie sagen, dass das sinnvoll ist, an so etwas zu glauben, dass zum Beispiel, man könnte sagen, die Menschenrechte, ja, dass es ja so eine Würde gibt, die unantastbar ist, egal welche Position oder Situation gerade entsteht? Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, an solche Werte zu glauben, die einfach dem Schutz der Menschheit dienen oder dem Schutz des Einzelnen dienen. Und ob das jetzt am Ende eine höhere Instanz gibt oder sowas, die das kontrolliert oder die im Grunde das eingesetzt hat, das kann sein oder kann auch nicht sein. Und trotzdem glaube ich, dass das Zusammenleben von uns einfacher ist, wenn es genügend Leute gibt, die das postulieren oder die glauben, dass es was Allgemeingültiges gibt. Was wäre für Sie zum Beispiel so ein moralischer Wert, der für Sie nicht mehr relativierbar ist? Wo Sie sagen würden, da ist die Grenze. Da müssen wir uns darauf einigen. Da sollten wir uns darauf einigen. Also, dass man einen anderen Menschen nicht tötet. Okay. Ja, vielen Dank. Das ist das größte Geschenk, das wir haben, Leben. Und das kann so vielfältig sein, das kann so reichhaltig sein. Und wir vergessen das immer wieder, dass die Grundlage Leben so wichtig ist und dass überhaupt die Existenz das Allerwichtigste ist. Und man vergisst das leicht. Ich habe vor 2 Tagen mit einem kleinen Mädchen, 3 Jahre, darüber gesprochen, dass Bäume auch lebende Kreaturen sind. Die stehen zwar immer an derselben Stelle, aber sie unterlegen auch einem Lebensrhythmus. Im Herbst werfen sie die Blätter ab, im Winter sind sie eben entlaubt und im Frühling kommen, zeigen sie Leben und wenn man sie abschlägt, sind sie tot. Dann stirbt ein Baum und dass das auch Leben bedeutet. Ein Baum lebt auch, der steht in der Natur, aber er lebt. Er kann sich nicht bewegen, aber er lebt. Ja, vielen Dank. Bitte noch einen schönen Tag. Das ist wie eine universelle Wahrheit, an die sich alle Menschen halten sollten, oder würdest du sagen, ja, das ist immer kontextabhängig, kommt immer von der Perspektive ab? Ja, also ich würde nicht sagen, dass es sowas wie einen universellen Wert gibt, sondern dass jeder Mensch das selber für sich definieren muss und jeder seine eigene Wahrheit oder seine eigenen Werte finden muss. Ja. Ja, genau. Also ich glaube nicht daran, dass es was so Universelles gibt. Würdest du sagen, dass wir das sozusagen erfinden, diese universellen Werte, dass es die nicht per se gibt? Also es gibt schon Werte, an die man sich halten sollte, die allgemein gültig sind in einer Gesellschaft, aber ja, es gibt auch Werte, die jeder für sich finden muss, um glücklich zu sein. Was würdest du denn sagen, was so allgemeine Werte sind und was wären für dich so ein allgemeiner Wert? Oh Gott. Ja, allgemeiner Wert. So vielleicht Menschenrechte oder dass man jemanden sowas nicht töten darf oder so. Auf jeden Fall so was Allgemeingültiges. Oder würden Sie sagen, ist da die Grenze zwischen Moral, Unmoral? Ist Moral relativierbar? Moral ist relativierbar, weil ich denke, es hängt sehr viel vom Kontext auf, in dem jemand aufwächst, sei es kulturell, sei es familiär. Also ich denke, da gibt es sehr viele Unterschiede einfach. Yeah. Also man kann es nicht verallgemeinern. Yeah. Ich denke, unsere Werte hier in Freiburg sind anders als die Werte, was weiß ich, in Pyongyang zum Beispiel. Yeah. Yeah. Also von daher ist es, glaube ich, relativ, die ganze Geschichte. Was ist der Grundwert für Sie? Was wäre das? Der Grundwert ist Schutz des eigenen Lebens und der eigenen, ich nenne es mal Sippe. Okay. Sehr primitiv. Aber real, glaube ich. Glauben Sie, dass das so? Ich glaube, es ist eine Realität, von der man erstmal ausgehen muss. Okay. Und dann entwickeln sich natürlich, sage ich mal, moralische Werte. Yeah. Aber moralische Werte, glaube ich, haben auch viel damit zu tun, kann ich es mir überhaupt leisten, die moralischen Werte. Yeah. Ja. Also wenn es darum ginge, dass mein Kind verhungert, ich weiß nicht, wo meine moralischen Werte da bleiben würden. Ich kann es nicht sagen. Also das ist auch sozusagen kontextabhängig. Richtig, genau. Ja, ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Also, es gibt eine Position in der Philosophie, die nennt sich Relativismus, und die geht eher davon aus, dass es so etwas wie einen universellen Wert nicht gibt, sondern dass wir das konstruieren, erfunden haben. Was sagen Sie dazu? Ich sage, es wäre nicht die schlechteste Erfindung. Ja gut, das ist auch gut. Ja. Aber ich meine, die andere Position wäre, dass sozusagen uns durch die Religion so etwas wie Werte offenbart würden. Eindeutig, eindeutig. Die Philosophie natürlich vor allem auch. Gell. Also ich glaube, dass es grundsätzlich Werte gibt, gell, und das die uns verbinden. Gell. Ich glaube, dass die Religion
uns das offenbart, dass sie uns etwas offenbart, was schon vorhanden ist. Ich glaube nicht, dass sie das kreiert haben. Dass sie es erfindet, glaube ich auch nicht. Nein. Weil also, es kommt aus den Bedürfnissen der Menschen. Also dass die Religion sozusagen dieses Bedürfnis nur auf das hinweist und genau, so. Das beantwortet die Frage. Sie beantwortet ja. Ja, ich danke Ihnen vielmals. Und viel Erfolg. Ja, Herr Sommer. Also, ja, jetzt habe ich gerade mit den Leuten gesprochen und Sie stehen noch immer mit dem Apfel der Versuchung. Da haben Sie der Versuchung des Absolutismus noch nicht nachgegeben. Nein, es ist mir schwer gefallen, dieser Versuchung nicht nachzugeben. Aber wie Sie sehen, der Apfel ist noch unberührt und der Absolutismus hat es noch nicht geschafft, mich zu überzeugen. Ja, die Leute, die haben auf jeden Fall was rausgekommen, ist ein Bedürfnis nach dieser absolutistischen Wahrheit, absolutistischen Werten. Die Minderheit war der Ansicht, dass so etwas wie ein Relativismus vorhanden ist. Die meisten haben gesagt, ja, die Religion zum Beispiel, die reagiert auf dieses Bedürfnis nach absolutistischen Wahrheiten, nach Werten. Und jetzt die Frage an Sie, was glauben Sie, können die Philosophen hier auch Antworten darauf geben? Weil die Religion gibt sozusagen für die Leute Antworten auf dieses Bedürfnis. Was sagen Sie, trifft das auch auf die Philosophie zu? Sehr aufschlussreich, was Sie da sagen über die Reaktion der Menschen, die Sie im Markt gefragt haben. Zum einen, dass offenbar der Glaube vorherrscht, dass man ein solches Bedürfnis nach absoluten Werten hat. Man könnte sich ja fragen, ob dieses Bedürfnis nicht selber ein künstlich erzeugtes ist, wie weit diejenigen, die die absoluten Werte selber zu haben glauben oder sie verkünden zu können glauben, ob die nicht das Bedürfnis danach erst erzeugen müssen. Wäre spannend zu wissen, wie wenn man im alten Rom vor dem Christentum die Leute gefragt hätte auf dem Markt, wie da das Antwortspektrum ausgefallen wäre, ob man dann vielleicht gar nicht verstanden hätte, dass es so etwas wie absolute Werte geben soll. Wie auch immer, die Religion hat zumindest in ihrem christlichen Ausprägungsmodus diesen Anspruch formuliert, dass sie absolute Werte hat. Die Menschen müssen sich aber trotzdem irgendwie dazu verhalten. Also sie müssen ja offensichtlich sich auch ins Verhältnis zu diesen Werten setzen. Und wir wissen alle, dass das in ganz unterschiedlicher, individueller Weise geschieht, dass das, was die Kirche beispielsweise verkündet, was die unterschiedlichen Kirchen verkünden, auch ganz auf unterschiedliche Weise von den Menschen aufgenommen wird. Man relativiert es sozusagen zum Hausgebrauch. Was nun die Frage nach der Philosophie angeht und ihrer Rolle in diesem Geschäft der Werte, soll ich sagen, Vermittlung, so glaube ich nicht, dass sie zur Religion insofern in Konkurrenz treten könnte, dass sie sagen könnte, naja, also wir sind hier auch Anbieter von absoluten Werten. Ganz im Gegenteil, das ist sicher nicht die Aufgabe der Philosophie. Die Aufgabe der Philosophie wäre es viel eher zu problematisieren, dass man solche Werte absolut setzt, dass man vielleicht auch den Glauben an die Notwendigkeit absoluter Werte problematisiert. Kurzum, die Aufgabe der Philosophie sehe ich viel eher in einer Kompetenz zur Relativierung sowohl des Anspruches, absolute Werte haben zu müssen, als auch der absoluten Werte oder derjenigen Werte, die als absolut auftreten, indem zum Beispiel gezeigt wird, dass diese Werte selber eine Entstehungsgeschichte haben, indem gezeigt wird, dass die Werte angewandt werden müssen, dass sie ins Verhältnis gesetzt werden müssen, zum Beispiel zu konkreten Problemen. Und da ist der Absolutismus ganz offensichtlich schon wieder an sein Ende angelangt, denn sie können zwar einen Wert haben, der zählt, aber sie müssen diesen Wert irgendwie auf die Lebenssituation anwenden. Also sie müssen Relationen erzeugen und müssen dann sozusagen aushandeln mit sich selber und allenfalls mit anderen Menschen, wie es um die Anwendbarkeit dieses angeblich absoluten Wertes bestellt ist. Ja, dann würde ich einfach vorschlagen, schauen wir weiter und reden einfach über die Konsequenzen des Absolutismus oder Nicht-Absolutismus und der Möglichkeit, sich in Verbindung zu setzen zu diesen Werten. Das sollten wir tun. Ob der Relativismus praktische Konsequenzen hat, glaube ich, ist die brennende Frage. Ja, also jetzt würde ich gerne auf die Konsequenzen des Relativismus eingehen. Sie sagen ja an einer Stelle, relativieren können macht den Menschen erst zum Menschen. Können Sie mir, also ich sehe noch nicht so den Unterschied zwischen einer objektivistischen und relativistischen Position in der Hinsicht oder Perspektive in der Hinsicht, dass man sagt, oder was gewinnt man durch eine relativistische Position, was man durch eine objektivistische
nichts erfährt? Ich denke, man gewinnt zunächst einmal große Distanz zu dem, was man gemeinhin so für wahr hält. Und durch diese Distanz gewinnt man Spielraum. Wenn Sie nicht mehr gezwungen sind, an absolute Wesenheiten zu glauben, wenn Sie nicht mehr gezwungen sind, daran zu glauben, dass es eine Wahrheit an sich gibt, eine Norm an sich gibt, Werte an sich gibt, dann sind Sie, sagen wir mal, viel flexibler im Umgang mit den Wirklichkeiten, die Ihnen begegnen. Wenn Sie wollen, ist eine relativistische Selbstreflexion ein ideales Rezept, um gewissermaßen sich als lebendes Individuum in lebende Verhältnisse einzubringen. Sie sind dann nicht mehr gezwungen, sozusagen starr zu reagieren, sondern Sie können nach den Gegebenheiten, nach den jeweiligen Angemessenheiten handeln und Sie können auch so denken. Selbstverständlich ist auch das Individuum kein letztes. Sie hatten ja vorhin an Papst Benedikt erinnert in seiner Rede, wirft er dem Relativismus vor, subjektivistisch zu sein. Aber es ist natürlich auch ein Absolutismus, diese Form von Relativismus, weil sie dann das Subjekt absolut setzt. Selbstverständlich wäre für eine relativistische Selbstreflexion auch das Subjekt nichts Letztes. Auch das Subjekt ist ein Konglomerat von Beziehungen. Was gewinnen wir daraus? Wir gewinnen daraus vielleicht eine größere Art von Gelassenheit. Wir gewinnen daraus eine Art von Selbstdistanz und eine Fähigkeit, das in Frage zu stellen, was uns gemeinhin als wahr und als sicher gilt. Und das, glaube ich, ist einer philosophischen Haltung auf jeden Fall zuträglich. Würden Sie da in dieser Hinsicht den Objektivismus nicht so sehr als eine Art zu denken sehen, die hier auf einen Spielraum aus ist? Oder könnte man sagen, ja gut, vielleicht könnte man ja sagen, ja genau, gerade dieses objektivistische Denken, das sozusagen einen Boden hat, auf den man gehen kann, fördert erst so etwas wie einen Sprung, einen Spielraum, der es möglich macht, überhaupt in Distanz zu gehen. Aber eben, es lebt von der Suggestion, eine solche Auffassung lebt von der Suggestion, dass ein solcher Boden irgendwie per se gegeben ist. Selbstverständlich bewegt sich auch ein relativistisch inspirierter Denker oder Handelnder nicht im luftleeren Raum. Aber er weiß, dass die Böden, auf denen er sich bewegt, nicht absolute Böden sind, sondern dass die auch vielfach bedingt sind, aus vielfachen Kontexten sich herleiten. Entsprechend ist der Relativist derjenige, der zu Redlichkeit mahnt und dazu die Dinge nicht vorschnell zu betonieren und so zu tun, als hätten wir die festen Böden. Der relativistisch inspirierte Denker ist derjenige, der sagt, wir sollten uns keine Illusionen hingeben, was die Sicherheiten angeht, auf denen wir uns bewegen können. Schlicht, weil diese Sicherheiten nicht gegeben sind. Können wir dann den Relativismus überhaupt bekommen? Wir können ihm in gewisser Weise nicht entkommen, insofern wir immer gezwungen sind, in Relationen, in Beziehungen zu denken. Was wir unterscheiden können, ist einen bewussten und einen unbewussten Relativismus. Ich plädiere für die Bewusstmachung des Relativismus. Sie, das ist Aufgabe auch der Philosophie, die Bewusstmachung des Relativismus. Oder Sie haben an einer Stelle geschrieben, dass wir mit der Philosophie noch nicht so weit sind, das überhaupt einzusehen. Wie relativistisch wir eigentlich sind. Also das würde in gewisser Weise hinterherhinken. Das würde ich auch sagen. Also faktisch sind wir schon viel weiter in unseren relativistischen Vollzügen. Wir sind sozusagen als Wesen, die in Kontexten stehen, immer schon relative Wesen und damit gewissermaßen zu einer relativistischen Denkweise auch prädestiniert. Aber diese Denkweise haben wir noch nicht ganz entwickelt. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, diese Denkweise tatsächlich weiterzuentwickeln. Ja, sag mal, vielen Dank für das heutige Gespräch über den Relativismus. Und am Ende wollte ich Sie noch fragen, wie tief ist eigentlich relativ, bevor wir jetzt uns verabschieden? Man könnte sagen, dass der Relativismus Abgründe eröffnet, von deren Tiefe man eigentlich sich nicht wirklich je definitiv überzeugen kann. Man kommt eben nicht auf einen letzten Grund und das könnte man als bedrohlich empfinden, aber ich würde es nicht als bedrohlich ansehen, vielmehr als eine Art Herausforderung. Es macht immer Spaß zu tauchen. Die philosophischen Taucher sind vielleicht nicht die schlechtesten Ausüber unserer philosophischen Handwerke, die wir so haben.
Ja, was würden Sie denn Menschen, die sich näher mit dem Thema beschäftigen wollen, empfehlen? Sie kennen ja nach Ihrer Perspektive des Relativismus gar nicht aus, was der Relativismus ist. Ich würde Bewusstmachung empfehlen. Ich würde empfehlen, sich ständig bewusst zu machen, dass man in Beziehungen lebt und damit in einer Haltung des Relativismus sich einzuüben. Diese Haltung ist sicher auch keine definitive Haltung. Wir brauchen auch immer bei allen Unsicherheiten Sicherheiten, die uns in Lebensvollzug dienlich sind. Aber die Übungen in relativistischer Praxis können auf jeden Fall von Nutzen sein. Ja, und ich würde empfehlen, ein Buch von Ihnen, das Sie unter der Beck-Reihe rausgebracht haben, nämlich Die Kunst des Zweifelns, eine Anleitung zum skeptischen Denken. Also für diejenigen Menschen, die sich noch näher mit dem Relativismus oder mit Formen des Relativismus auseinandersetzen wollen, würde ich das empfehlen. Und ja, Herr Sommer, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute mein Gast waren. Und, es war ein Vergnügen. Ich hoffe, wir bleiben im Dialog. Das wollen wir tun. Danke. Ja, liebe Menschen, der Relativismus fordert uns heraus. Er fordert uns heraus aus unserer eigenen eingenommenen Position, vielleicht sogar in die Positionslosigkeit. Ein sicherlich schwieriges Unterfangen. Doch vielleicht macht uns gerade ein bewusstes ins Verhältnis setzen zum Relativismus klar, dass je schneller wir der Abendsonne des Absolutismus entgegenlaufen, desto eher wird uns der Schatten des Relativismus überholen. Liebe Menschen, vielen Dank fürs Zusehen. Alle Informationen zur Sendung finden Sie unter www.philosophisches-experiment.com. Und beenden möchte ich die Sendung mit einem Zitat von Gianni Battimo. Ich kenne viele Blutbäder, die von Menschen verübt wurden, die glaubten, die Wahrheit zu besitzen. Aber ich habe nie von Blutbädern gehört, die von fanatischen Relativisten verübt worden wären.